Was geht ab, Freunde? Wir kommen heute pünktlich um 0 Uhr zu der allerersten Reaction und zwar zu dem neuen Song von Katja zusammen mit Flair, Freunde. Million Dollar S, das, ich glaube, knapp 200.000 Euro Musikvideo wieder von Spectre natürlich, ja. Ich bin gespannt, was da auf uns zukommt, Freunde. Ich will eigentlich nicht so viel Zeit verlieren, deswegen würde ich sagen, wir starten rein. Wir sehen hier schon ein Pferd, einen Regenbogen und irgend so ein Schloss im Hintergrund. Ja, in der Premiere waren auch, ich glaube, über 10.000 Zuschauer, also das Ding ist schon... Geht schon gut ab. Sagen wir es mal so, Freunde. Wir starten rein hier. Lasst gerne ein Abo da. Wir sind auf dem Weg zu den 10.000 Abos. Und damit, let's go. Was war das denn hier plötzlich drin? Bin fast schon hier beim Trinken erschrocken. Aber ist geil gemacht. Immer wieder so ganz schnell so ein paar Cutscenes mit drin. Okay. Aber man muss schon sagen, ne, der Look ist jetzt schon vom Video echt krass. Also mit diesem Regenbogen und ja, insgesamt einfach auch alleine die Farben von dem Pferd, Mann. Was haben die da gemacht? Ich schwöre, also es wirkt schon wieder sehr hochwertig, ne, wie man es jetzt auch schon von Spectre kennt, eben seit dem letzten Flair-Musikvideo. Was ja insofern auch eigentlich schon Maßstäbe gesetzt hat in gewisser Maßen. Also das ist auch schon extrem krass gewesen. Ach, die Schlange hat auch die Farben, oder? Nee. Ich dachte schon, das wäre auch noch geil gewesen. Wobei das natürlich so eine Schlange so zu färben nicht so leicht wäre, ne? Ich bin gespannt auch vom... Oh, sie hat die Brille von Flair auf. Vom Beat her, in welche Richtung das jetzt gehen wird. Also generell das Album von Katja. Ich bin da schon gespannt, was sie da gemacht hat. Auch im Vergleich eben zu den letzten Songs, die man so von ihr kennt. Und... ja, was sich verändert hat, ob sich irgendwas verändert hat, ob die so mäßig immer noch das Gleiche macht oder nicht. Ja, wie gesagt, Brille von Flair hat sie hier auch auf. Okay. Ansonsten natürlich noch auch wichtig zu erwähnen, Beat hier wieder von Symes, ja. Wenn ein Baby mit mir datet, ist es Update. Denn ich esse ihre Pussy wie ein Cupcake. Und ich will an meiner ihren Lipgloss. Werde crazy von den Videos auf TikTok. Okay. Sehr nicer Einstieg von Flair auf jeden Fall. Schneller Flow. Vom Beat her auf jeden Fall interessant hier. Aber muss man sagen, geiler Flow auf jeden Fall. Ja, dann hier sieht auch cool aus, so dschungelmäßig. Ich bin auch gespannt auf ein Making-of. Also wenn da eins kommen wird, wird safe auch eine Reaction kommen. Gerne. Ganz kurz, ne? Ich will nicht so viel pausieren. Ich weiß, das gefällt den Leuten auch immer nicht so. Es gibt aber so viel wahrscheinlich, worauf man hier eingehen kann. Auch hier auf der Schlange zum Beispiel. Einfach diese Dings hier. Abdrücke von den Lippenstiften. Okay, geil. Erstmal ist abwechselnd der Song, also immer wieder wird wahrscheinlich so weitergehen. Flair, Katja, Flair. Ich muss sagen, das, was man von Katja gehört hat, klang sehr nice. Also finde ich vom Stil, in dem das Ganze ist, wir können noch mal ganz kurz schauen. Wo ging das los von ihr? Baby, immer wenn ich bang, ist Switch Sex. Million Dollar Pussy, Million Dollar Pussy. Million Dollar Pussy, Million Dollar Pussy. Million Dollar Ass, Million Dollar Ass. Million Dollar Ass, Million Dollar Ass. Was haben die da gemacht mit den Teddybären? Okay, also das Video ist auf jeden Fall, wie ich auch schon meinte, auf jeden Fall wieder richtig krass. Es sollte eigentlich auch eine Eye-Tracker-Reaction werden, aber das Scheißding funktioniert irgendwie leider nicht ganz so gut wie gedacht und ja, ist einfach nicht angegangen, deswegen leider ohne heute. Ja, Song bis jetzt auf jeden Fall wieder sehr viele Eindrücke, muss man sagen. Die Reizüberflutung gefühlt auch schon wieder am Start. Mein Booty hat die Energie, ja. Geil, dass sie das so, diesen Insider von Flair so ein bisschen mit reingebracht hat. Ich glaube, die eine, die man gerade gesehen hat, war sogar auch aus dem Flair-Musikvideo, oder? Kann es sein? Mit den Haaren?
Keine Ahnung. Ich bin Schlange von meinem VIP. Und ich trag dich so unter dem Blazer. Drück auf deinem Girl und pack den Champagne. Alle klopfen auf die Seelis, auf die Rollie und die Brillis. Und die Kiddies kriegen Bohnen an den Dickies. Bleibe bossy und ne Bitch, mit dir Body ins Gesicht. High class. Oh, sorry. Aber ich muss sagen, von Katja auf jeden Fall sehr nice, auch vom Flow her und so, sehr geil bis jetzt. Im Vergleich zu den anderen Sachen auf jeden Fall, würde ich sagen, besser, also gefällt mir besser von ihr. Und ich glaube, das wird auch so der Stil sein, den sie weitermachen wird, ja. Also so eher schnellere Flows und so, glaube ich, passt auch gut zu ihr. Wenn dein Baby mit mir datet, ist es Update. Denn ich esse ihre Pussy wie ein Cupcake. Und ich will an meiner ihren Lipgloss. Werde crazy von den Videos auf TikTok. Das Einzige, was mich ein bisschen wundert, so mäßig, die Hook, finde ich, ist nicht so ultra simpel wie gedacht, ja, also das ist nicht so eine, die nur aus einem oder zwei Wörtern oder so besteht, sondern schon eher so ein bisschen umfangreicher, die hat man jetzt, also ich könnte jetzt nicht einfach so wiedergeben, Ohrwurm-mäßig, also vom Sound her auf jeden Fall geil, aber man merkt die sich jetzt nicht so schnell, ne, das muss man dazu sagen. Also das hätte ich mir anders vorgestellt, heißt gar nicht, dass das jetzt schlechter ist oder so, das meine ich nicht, aber nicht genauso, wie ich es mir erwartet hätte. Baby, immer wenn ich bang, ist Switch Sex. Million Dollar Pussy, Million Dollar Pussy. Million Dollar Pussy, Million Dollar Pussy. Million Dollar Ass, Million Dollar Ass. Million Dollar Ass, Million Dollar Ass. Songs über eine Bitch, die du nicht fixst, weil du seit 10 Jahren mit derselben Bitch bist. Deine Fans labern irgendwas von Wish. Boah, geil, aber auch von Flair. Sehr, sehr nice. Ich muss auch sagen, das letzte von Flair, was wir angehört haben, auch richtig geil gewesen. Bin ich auch gespannt bei seinem Album, was da so kommen wird. Glaube ich, wird auch richtig nice werden. Ja, auch die Combo hier. Wish. Geil. Obwohl die Chamber wieder teurer als ein Clip ist. Konzentrier mich auf die Party, nicht auf Rap Beef. Denn die Viber sind am Splashen wie ein Jetski. Sie hat Flavor, denn die Pussy schmeckt nach Lemon Chill. Und ihr Bubble wird noch dicker als der Benzer Grill. Sie macht FaceTime, auch wenn sie den Booty. Diese Fingernägel, ne, die sind ja auch gefühlt 100 Meter lang. Wo waren die? Und ihr Bubble wird noch dicker als der Benzer Grill. Sie macht FaceTime. Hier. Krass. Da hatte ich auch durch Zufall einen Kommentar gesehen, wo sich auch jemand irgendwie wegen den Fingernägeln irgendwie beleidigt hatte oder so. Auch so also richtig unnötig halt einfach, ne? Ja, outfitmäßig und alles auf jeden Fall. Die haben das richtig krass wieder, ja, einfach in Szene gesetzt, ne? Das muss man sagen, wirklich heftig. Time, auch wenn sie den Booty zeigt. Booty zeigt. Dass ich mal diesen Lester lebe, hab ich prophezeit. Hey. Ich komm von unten, doch das Geld kommt nicht von irgendwo. No, Baby, das ist kein Viagra, ich bin immer so. Let's go. 1 Uhr nachts, wir kommen rein in den Club. Boah, geil, aber ich muss echt sagen, Flair auch richtig geil auf dem Song, ne? Sehr geil. 2 Uhr nachts, Energie ist bei uns. Das mit dem Auto, das kennt man auch schon von Instagram. Alleine nur das. Wie heftig ist das bitte? Ey. 3 Uhr nachts, Mann, ich klär mir die Chick. 4 Uhr nachts, wir chillen in meiner Crib. Ich hab Katja nicht gebankt, doch ich würde gern. Ich hab Shiri nicht gebankt. Okay. Doch ich würde gern. Ich hab Juju nicht gebankt, doch sie würde gern. Safe. Ah, okay. Doch sie würde gern. Geil. Ja, ja, was soll man sagen? Also, es ist einfach krass, ohne Spaß, der Song. Ich find's nice. Ich bin mir auch sicher, es wird bestimmt viele Leute geben, die das nicht feiern. Auch so gerade die Leute von Flair. Ein paar, glaube ich, die werden das nicht so feiern. Aber, ja, also ich bin ja generell, was so das angeht, bei Musik und so, immer komplett offen für alles. Und ich finde, die haben echt was Geiles draus gemacht. Ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht bei Katja. Ich hoffe, die anderen Songs werden natürlich auch geil werden. Aber so, um in diese Promo-Phase und so reinzustarten, hat die alles richtig gemacht damit. Mit dem Video, mit dem Feature und so. Das, ich glaube auch bewertungsmäßig und so, ist aber trotzdem sehr gut. Da muss man auch sagen, Katja natürlich auch ist nicht, ja, wie soll man sagen, es sind viele Leute schon voreingenommen, bewerten direkt absichtlich schlecht und so. Aber bei dem Song hier hält sich das eigentlich auch echt in Grenzen, ne? Ich weiß, dass sie weiß, dass es möglich wäre. Wenn ein Baby mit mir datet, ist es Update. Denn ich esse ihre Pussy wie ein Cupcake. Und ich will an meiner aber auch geile Hook von Flair hier, muss ich sagen. Und dann halt eben der Wechsel auf Katja. Und dann hier zum Beispiel so ein Detail einfach. Und das ist das hast du bei anderen Videos nicht. Einfach so ein Hai, der da so mäßig durchschwimmt. Und sie so als Dings hier. Na, wie heißt das? Jetzt habe ich vergessen, das Wort. Gerade wusste ich es noch. Ihr wisst, was ich meine mit den Flossen hier. Meerjungfrau, genau. Wenn mein Big Booty sich auf sein Gesicht setzt. Baby, immer wenn ich bang, ist Switch Sex.
Million Dollar Pussy, Million Dollar Pussy. Million Dollar Pussy, Million Dollar Pussy. Million Dollar Ass, Million Dollar. Ich finde auch dieser Pelzmantel von Flair richtig geil. Also generell mit diesen bunten Farben und so, auch bei dem Pferd und bei dem Auto und so, finde ich, ja, das ist einfach nice. Million Dollar Ass, Million Dollar Ass. Million Dollar Ass, Million Dollar Ass. Million Dollar Ass. Genau, ansonsten hier oben seht ihr das Album, die Box könnt ihr euch holen natürlich. Ja, vielleicht denke ich dran, es zu verlinken. Wenn nicht, geht einfach rüber und ja, klickt da auf den Link. Okay, Freunde, Like haben wir hier schon da gelassen. Am Ende nochmal schön so eine, ja, geile Aufnahme hier. Dings hier, 360 Grad mäßig. Sehr nice. Das war's mit diesem Song, Freunde. Ihr seht's hier, Ende. Ja, schreibt eure Meinung gerne unten rein, lasst ein Like und ein Abo da, Freunde. Wir sehen uns gleich wieder mit dem nächsten Video. In meinen Augen krasses Ding gewesen. Und ansonsten bis gleich, Freunde.